Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, uns beide gibt es noch und uns beiden geht es auch immer noch gut. Also wir wollten halt jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie für uns die Corona-Zeit ist. Da Manfred ja auch zur Risikogruppe gehört, sind wir natürlich auch ein paar Einschränkungen eingegangen. Wir hatten vor dieser Zeit natürlich viele Termine, wie du teilweise auch mitgekriegt hast. Und das Ganze ist jetzt entweder abgesagt oder viel auch ins Internet verlagert. Und da haben wir dann heute auch wieder mit zu tun, denn heute haben wir nämlich eine Videokonferenz von unserer BRG, Selbstbestimmte Behindertenpolitik. Wir hatten jetzt letzten Monat schon mal eine und es hat ganz gut geklappt. Diesen Monat wird es nochmal erprobt. Bei einem oder zwei hat es technisch nicht so ganz hingehauen. Ja, und wenn das klappt, dann machen wir es weiterhin per Video, sonst wieder ganz normal wie damals per Telefon. Ich hatte dich ja auch schon einmal so an einem Tag mitgenommen, wo wir auch eine Telefonkonferenz von der BRG hatten. Ja, und das Ganze gibt es halt heute im Video. Für uns hat sich halt jetzt nicht so viel geändert, nur dass wir halt nicht mehr so viel rausgehen, ne? Ja, und das war zum 5. Mai die Demonstration zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderung. Diesmal eben nicht zu Fuß auf einem Platz machen konnten oder auf verschiedenen Plätzen in Deutschland, sondern als Online-Demo, die du auch auf YouTube dir gerne angucken kannst. Ja, das verlinke ich auch gerne mal unten in der Infobox, da wirst du es wiederfinden. Ich hoffe, dass es auch mittlerweile online gestellt ist, weil es war halt vorher ein Livestream und der müsste jetzt eigentlich auch zu finden sein von der Linken halt auf YouTube. Der Livestream dürfte da jetzt eigentlich jederzeit verfügbar sein. Manfred war da halt live dabei und hat halt auch einen kleinen Vortrag gehalten über Gesundheit und ja, Gesundheit vor Profite. Und so gab es halt einige ja, selbstbestimmte Behindertenpolitik relevante Themen, um halt die Leute noch weiter zu informieren und auch ja, die Menschen mit Behinderung zu mobilisieren und auch ja, dazu zu bringen, auch mehr für sich einzustehen und dass sie auch wissen, wie und was und überhaupt. Ja, da wurde halt viel drüber gesprochen. Wir hatten 5 Redner oder so oder 6, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, 5. Und war ganz gut gelaufen dafür, dass es der erste Livestream war, weil wir haben sowas vorher noch nie als BAG gemacht. Und war auch mal interessant, hab mit zugesehen. Und da war dann ein bisschen seltsam, dass alles zeitversetzt kam, weil ich hörte ja Manfred und die anderen an seinem Laptop und saß dann an meinem PC mit Kopfhörer auf und hatte dann halt immer zeitversetzt alles gehört, was gesprochen worden war, halt erst bei ihm und dann erst später war es dann auf YouTube zu hören, aber ja, gab zum Glück keine technischen Probleme. Ja, und ich finde halt gut, dass man das jetzt noch so nachstreamen kann. Ja. Also, und in der realen Welt änderte sich auch. Wir hatten jetzt 7 Wochen lang keine Sitzung des Stadtrates und Verbandsgemeinderates. Aber das geht jetzt auch wieder los. Morgen bin ich zum Stadtrat und am nächste Woche Dienstag zum Verbandsgemeinderat. Allerdings auch unter Wahrung der Abstandsregeln. Nicht im Sitzungssaal des Rathauses, sondern in der Stadthalle im großen Saal, wo also sehr viele einzelne Tische hingestellt werden und natürlich Nase-Mund-Schutz. Ja, genauso wie beim Einkaufen. Das ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig und durch das Ganze gehen wir viel seltener einkaufen. Sonst waren wir bestimmt alle 2 Tage mindestens einkaufen, wenn man halt merkte, man braucht irgendwas. Und jetzt überlegt man halt gut, ob man einkaufen geht oder nicht, ob es sich lohnt, weil man sich auch nicht zu sehr dem Risiko aussetzen will. Und ja, wir halten uns auch natürlich brav dran, Nasen-Mundschutz zu tragen. Hatten sogar selbstgenähten mal am Gabenzaun gekriegt, der leider nicht so toll sitzt. Deine Ohren sind im Weg. Ja, und man sieht mich da fast gar nicht mehr, der ist viel zu groß. Deswegen tragen wir meistens diese Einmal-Dinger. So, ja. Kannst du dir dann also vorstellen, ich glaube, das kennt eigentlich jetzt auch jeder, wie das mit dem Einkaufen ist. Und dass auch jeder dann immer einen Einkaufswagen nehmen muss, sofern der Laden über welche verfügt. Und jetzt sind wir halt, glaube ich, nur noch einmal oder so in der Woche einkaufen. Wenn es hochkommt, 2-mal. Am Anfang hatte Manfred Angst, überhaupt mit in den Laden zu gehen. Er meinte dann erst so, ja, ich bleibe im Auto. Hat sich dann aber nochmal überlegt. Er hatte halt vor die ganze Nacht darüber überlegt, als es hieß, wir müssen einkaufen.
Und dann hat er sich halt den Tag, wo wir einkaufen waren, das doch nochmal überlegt, dass er doch mit reinkommt, weil das eigentlich keinen Unterschied macht. Weil wenn ich es irgendwie mitbringe, dann ist es auch da. Also egal, ob er jetzt im Auto sitzt oder mit in den Laden kommt. Ja, ich finde auch gut, dass sich andere auch dran halten. Man macht halt jetzt nicht mehr so viel wie sonst während dieser Zeit. Aber ich finde es auch gut, dass man deutlich entschleunigt. Das gefällt mir auch daran. Also das finde ich positiv, dass man jetzt nicht mehr so viel auf den Hörnern hat und eigentlich nur noch das Notwendigste so gemacht wird. Weil vorher ist man von Termin zu Termin gehetzt und hatte irgendwie keinen Bock und war alles so hektisch. Und das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Ich fand es aber ganz gut, dass es auch noch ein bisschen weniger wurde, aber dass alles wegfiel, auch gerade Mitwirkung in Kommunalparlamenten, das hat mich schon gestört. Ja, was natürlich auch nicht so toll war, dass es keine Tafel mehr gibt, aber dafür gibt es bei uns in Betzdorf den Gabenzaun. Bis letzte Woche war der jeden Tag montags bis freitags zweimal am Tag. Man sollte aber auch nur einmal daran teilnehmen. So. Und jetzt ist das halt nur noch zweimal in der Woche, weil es nicht so viele Spenden gibt. Ist es jetzt nur noch dienstags und freitags von 10 bis 11 Uhr und 17 bis 18 machen die wahrscheinlich auch noch mal. Ne? Jo. Aber immerhin, das ist besser als überhaupt nichts zu erhalten, weil da haben wir dann auch viel Brot und so bekommen, mussten das nicht kaufen. Und mir ist halt auch aufgefallen, dass Brot jetzt auch teurer geworden ist und viele andere Sachen sind auch teurer geworden, weil es jetzt kein Mehl und kein Hefe und was nicht an mehr gibt. Das stört dann natürlich auch beim Einkaufen. Du brauchst irgendwie Hefe, willst Pizza machen und dann gibt es keine Hefe mehr. Heute habe ich auch Hefe gesucht, auch nicht gefunden. Ja. Es gibt und halt Konserven hat Aldi deutlich teurer gemacht. Mhm. Und das für uns mit wenig Geld natürlich schwierig. Aber auch für andere, die jetzt keinen Job mehr haben durch die Krise oder nur noch Kurzarbeit, die haben ja auch deutlich weniger Geld jetzt. Also ich glaube, für jeden ist es irgendwie schwierig, jetzt um die Runden so zu kommen. Aber zum Glück gibt es halt immer noch Initiativen, die irgendwie helfen. Auch wenn jemand komplett nicht raus kann, weil er keine Verwandtschaft hat, die einkaufen geht für denjenigen, gibt es halt auch Hilfe bei uns hier in der Verbandsgemeinde, dass sie sich ans JUB melden, ne? Beziehungsweise digitale Dörfer. Ja. Und da kann man dann mitteilen, was man braucht und dann wird sich darum gekümmert, dass das halt organisiert wird, dass jemand den Einkauf bringt oder die Sachen von der Apotheke holt, was man halt gerade braucht. Halt für Menschen, die komplett jetzt einfach das Haus nicht verlassen sollten und können, weil sie eben noch größere Gefahr haben, sich irgendwie anzustecken und so. Ja, ich glaube, so wird wahrscheinlich jedem auch nochmal mehr bewusst, wie wichtig Gesundheit ist und dass man halt auf sich und andere achten muss, damit eben nichts Schlimmes passiert. Ich hoffe natürlich, dass wir alle gesund durch diese Zeit hier kommen und das nicht so lange dauert, aber es wird wohl länger dauern, als wir alle vermuten. Aber ja, man muss sich halt die Zeit dafür nehmen, die es braucht. Es ist schon interessant, wie sehr sich alles verändern kann durch so eine Pandemie, womit man halt erst nicht so gerechnet hätte. Als SARS damals ja war, war ich noch ganz jung und da habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt, dass sich hier in Deutschland irgendwas verändert hätte. Und jetzt durch Covid-19, ja. Aber danach können wir alle sagen, yeah, wir haben es überlebt. Genauso wie Schweinegrippe und Vogelgrippe und was nicht, was es schon alles gab. Mhm. Ja. Aber wir versuchen halt immer irgendwie was Positives aus allem zu sehen. Und ich hoffe, dir gelingt das genauso. Jetzt haben wir nicht viel gezeigt, aber viel gelabert. Und ja, ich hoffe, du konntest dich davon überzeugen, dass es uns beiden gut geht. Ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Den Katzen geht's auch gut. Die wecken mich nur morgens immer früher. Die sind also nicht so wirklich entschleunigt. Irgendwie, keine Ahnung. Die wecken einen meistens so gegen 5, 6 Uhr, weil sie Frühstück wollen. Vorher haben die einen länger schlafen lassen. Jetzt irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich denken die sich, du hast mehr Zeit, gib's mir also jetzt früher. Keine Ahnung. Aber irgendwie vermisst man es halt schon so ein bisschen, die Leute zu treffen und Freunde und so zu umarmen. Ich vermisse auch zur Familie mal zu fahren. Da fragt mein Neffe auch immer, Julia, wann kommst du wieder? Ich hätte ja Lust, aber ja, ich würde dann Manfred und Papa gefährden, weil Papa ist genauso Risikogruppe. Und
Ja, muss ja nicht. Ne? Und ich hoffe, du versuchst genauso dein Bestmögliches zu tun, dass du keinen irgendwie gefährdest. Ich hoffe, du bist auch immer noch gesund. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich aber wirklich genug gelabert. Ja. Wenn du noch irgendwie Fragen hast, was aktuell bei uns so los ist, stell sie in den Kommentaren. Ich versuche es zu beantworten. Ich hoffe, du hast dich gefreut, mal wieder was von uns zu sehen und zu hören. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Manfred verabschiedet sich, nicht? Hallo, ciao. Ciao.